So, endlich. Ja, das war wohl ein ziemlicher Bug, dass die Gute da festsaß. Wir mussten sie offenbar doch einfach auslocken und nicht über den langen Weg zurückbringen. Das hat das Spiel irgendwie nicht so gut vertragen. Marie-Louise gibt sich tough, aber du kannst sehen, wie verstört sie ist. Danke für die Rettung. Ich bin hier weg. Einen Moment mal, wer bist du? Wo gehst du hin? Mit gläsernem Blick starrt sie an dir vorbei. Sie steht wahrscheinlich unter Schock. Ich muss hier einfach raus. Mach dir keine Sorgen. Wir sehen uns. Baron Samedi. Das Bild, das plötzlich auf dem Comlink erscheint, ist keine normale Übertragung. Wer es auch ist, er oder sie benutzt die Matrix, um anstatt des eigenen Gesichts das Gesicht des Avatars zu senden. Die Stimme wurde moduliert, um sie zu verstellen. Bourgeois. Man muss mit diesen Geräten vorsichtig sein. Sie können gehackt werden, wenn man nicht auf der Hut ist. Ja, zum Beispiel von dir. Wer bist du und woher hast du meine Comlink-Daten? Entschuldige, mein Name ist Baron Samedi. Du hast sicherlich schon von Samedi gehört. Ein Decker mit einzigartigen Fähigkeiten. Manche gehen sogar so weit und nennen ihn einen Technomancer. Technomancer. Wir beide, wir wissen etwas Bedeutsames und teilen ein gemeinsames Ziel. Ich höre. Das Männchen. Sie ist Samedi wichtig. Er ist sehr dankbar dafür, dass du ihr schnell geholfen hast und er kann und möchte den Gefallen erwidern. Samedi weiß, hinter wem du her bist. Er weiß es. Und er kann dir helfen, zu ihr zu gelangen. Aber dieser Comlink ist keine sichere Verbindung, oder? Nein, wir müssen uns wie vis-à-vis treffen. Sozusagen im Cyberspace. Also vis-à-vis im Grunde von Angesicht zu Angesicht. Warum treffen wir uns nicht in der Reihe echten Welt? Warum im Cyberspace Verstecken spielen? Wie sage ich es? Der Baron. Er ist dazu in seinem momentanen Zustand nicht in der Lage. Aber genug von mir. Plötzlich ist Schluss mit den blumigen Formulierungen des Barons und er wird über das Geschäft reden. Besorg dir einen sicheren Checkpoint. Geh in die Shadowlands. Ich treffe dich da. Bonjour, bon voyage. Der Baron grinst und sein Bild erlischt. Und wir lassen die Krabbelfiecher jetzt einfach da weiter rumkrabbelfiechern. Gut, vielleicht hilft es schon, wenn wir Jessica umbringen, dass diese Viecher dann auch verschwinden. Gut, dann verlassen wir mal diesen unreinen Ort. Du bist im Begriff, an einen anderen Ort zu reisen, fortfahren, hier bestätigen. Die Union. Gerechtigkeit für Sam zu erlangen, wird mehr Zeit und Mühe in Anspruch nehmen, als es zunächst schien. Du hattest nicht damit gerechnet, dass seine Mörderin von einer Sekte voller riesiger, unzerstörbarer Viecher geschützt sein würde. Aber so ist es. Und wenn du sie trotzdem erledigen möchtest, wirst du einen Weg um diese Viecher herum oder durch sie hindurch finden müssen. Nach einer Kostprobe der Zugehörigkeit der universellen Bruderschaft fühlt sich die Seamstress Union mehr als je zuvor wie eine echte Heimat an. Jessica Watts, du bist eine durchgeknallte Kleine. Piep. Erzählt Cherry Bomb von Shane, sprich mit Johnny im Unterschlupf. Ja, das wird auch kein schönes Gespräch, mit Cherry über Shane zu sprechen. Hey, Cherry! Cherry Bomb hat jede Menge Kunden. Aber als sie dich aus dem Augenwinkel sieht, stellt sie sich auf die Zehenspitzen, um über ihre Köpfe hinweg mit dir zu reden. Hey, Black Rose, was geht ab?
Hey, Sherry, hör mal, wir müssen über Shane reden. Shane, was ist mit Shane? Nichts Gutes, Sherry. Sie sieht dir direkt in die Augen. Sag mir einfach, was los ist, Black Rose. Ich bin ein Mädel aus den Barrens. Shane ist tot. Mehr kann ich dir noch nicht sagen. Es wäre so gefährlich, aber ich dachte, du solltest es wissen. Mein Gott, Shane. Sie sieht zu ihren Kunden, dann schaut sie lange auf die Theke, bevor sie schließlich ihre Fassung wiedergewinnt. Danke, dass du es mir gesagt hast. Vielleicht reden wir später. Ja, ich meine, wenn du Trost brauchst, bin ich da. Also, nur so, ne? Sie verarbeitet die Information. Dann erinnert sie sich an etwas. Oh, Johnny Clean hat mich gebeten, dich sofort rüber zu schicken. Rüber zu winken, sobald ich dich sehe. Sagte, dass er jemanden hat, der mit dir reden will. Er klang ziemlich nervös. Naja, er wartet unten auf dich. Johnny Clee nervös? Okay, ich werde mit ihm reden. Sie sieht etwas ratlos aus. Ja, das wäre. Besser? Besser, schätze ich mal. Also, wie gesagt, wenn du Trost brauchst, Sherry, ich habe für dich immer Zeit. Coyote, sprechen wir mal mit Coyote. Du hast dich echt gut geschlagen, Mädel. Coyotes Gesicht ist leichenblass und ihre Stimme schwankt, als sie spricht. Was zur Hölle war das, Frau? Was zum Frack war das? Es scheint, die Bruderschaft würde ihre Anhänger in Käfer verwandeln. Und Sams Schwester ist ihre Anführerin? Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich es niemals glauben. Riesige, unzerstörbare Viecher. Insektengeister, ja. Sie schüttelt sich, fängt sich aber wieder. Okay, was auch immer. Ich will diese Frau jetzt noch mehr tot sehen als je zuvor. Wenn du nochmal versuchst, sie zu erwischen, dann denk an mich, ja? Ich kann's kaum erwarten. Ich werde auf jeden Fall an dich denken. Du bist immer noch eine der besten Mitstreiterinnen, die ich jemals hatte. Aber sicher. Okay, wir sehen uns. Und schon Bartlett, was möchtest du von mir? Oh mein, willst du die Besten der Besten anheuern oder bloß das übliche Gesindel? Die Besten natürlich, aber seit wann kann ich bei dir anheuern? Das will ich hören. Sieh dir das Nephilim-Netzwerk an, wenn du das nächste Mal Runner anheuerst. Du wirst es nicht bereuen. Deine Leute habe ich bisher fast immer dabei gehabt. Und wirklich riesentoll waren die nicht unbedingt. Coyote ist besser. Und die wurde da nicht ausgebildet. Und was bist du für eine? Oh, es ist die übliche klassische Story. Ein vielversprechender junger Mann tritt einer Eliteeinheit bei. Und dann bumm. Bumm ist der technische Ausdruck für eine Explosion. Wurde hochgejagt. Mich hat's übel erwischt und jetzt habe ich diese schicken Metallbeine. Ich würde es alles nochmal genauso tun. Naja, ich würde versuchen, der Bombe aus dem Weg zu gehen. Jedenfalls bin ich jetzt hier gelandet und leite die beste Söldnertruppe, die es gibt. Nun ja, Geschmackssache. Was ist die Geschichte hinter dem Nephilim-Netzwerk? Das wissen nur diejenigen, die es wissen müssen und du gehörst nicht dazu. Was hat dich zu Seamstress Union geführt, mein charmanter Kerl? Ach, du weißt ja, wie es ist. Es gab ein Mädchen, eine Knarre und einen Mangel an Handlungsalternativen. Man könnte sagen, ich und dieser Ort werden wie füreinander gemacht. Mehr musst du nicht wissen, Omae. Ja, das ist alles, was ich wissen wollte. Gut, dann sprechen wir mit Mr. Johnson. Und Bobby? Seit wann sind hier neue Charaktere? Okay, erstmal mit Mr. Johnson. Ist, glaube ich, ein Dealer. Der Mann mustert dich, als du dich näherst. Sein sorgsam gepflegtes Haar und seine glänzenden Schuhe wirken in Barons fehl am Platz. Hey, suchst du nach Arbeit? Ich hätte da etwas für dich, falls du dazu bereit bist. Ist ein Kinderspiel. Ach, du bist kein Dealer, du bist praktisch einer, der mir Aufträge gibt. Okay.
Ich bin immer bereit, dazu bezahlt zu werden. Er lächelt und lässt dabei seine unnatürlich weißen Zähne aufblitzen. Fantastisch. Ich will aber ordentlich Knete dafür sehen, dafür, dass ich jetzt den Auftrag erstmal zur Seite lege. Es geht um eine einfache Extraktion. Meine Klienten sind interessiert an einem vielversprechenden Wissenschaftler namens Sada. Leider ist Mr. Sada zurzeit unter Vertrag bei Renraku. Lebenslang, versteht sich. Das lässt sich nicht mit den Interessen meiner Klienten vereinbaren. Sie sehen das als eine Einschränkung der freien Marktwirtschaft. Also soll ich ihn entführen? Er schenkt ihr ein weiteres Lächeln. Exakt. Aber es muss sofort geschehen. Renraku will Sada morgen für irgendein internationales Forschungsprojekt aus Seattle fortbringen. Heute Nacht befindet er sich in einer geheimen Forschungseinrichtung in den Barrens. Nicht weit von hier. Ich habe gehört, sie schmuggeln seit Wochen nicht deklarierte Kisten dort hinein und hoffen, dass es niemand merkt. Das interessiert uns jedoch nicht. Wir wollen nur Sada, bevor es zu spät ist. Die Einrichtung sollte nur leicht bewacht sein. Wahrscheinlich ein paar externe Sicherheitskräfte. Geh rein, hol Sada und geh wieder raus. Im Gegenzug bin ich autorisiert, dir 9000 Nuyen für diese Leistung zu zahlen. Er blickt dich streng an. Ich bin jedoch nicht autorisiert zu feilschen. 9000 Nuyen ist nicht wenig, muss man mal sagen. Abgemacht, bin dabei. Gezahlt wird, wenn der Job erledigt ist. Du weißt, dass das immer so läuft. Klar. Ich übertrage die Koordinaten des Labors auf dein PDA. Heuere ein Team an, mach dich sofort auf den Weg. Befreie Sadar und liefere ihn bei meinen Klienten ab. Sie werden mit einem Wagen vor dem Labor warten, wenn du fertig bist. Sobald Sadar im Wagen ist, kannst du mich hier finden, um deinen Lohn abzuholen. Alles klar. Und wer ist Bobby? Hallo, Bobby. So. Interessant. Du siehst interessant aus. Jo, Lady, haben wir uns schon mal getroffen? Du kommst mir so bekannt vor. Ich treffe eine Menge Leute, kein Problem. Brauchst du ein paar Brian-Bänder heute Nacht? Ich habe ein paar von diesen Söldnersachen. Freaker, Taxifahrer, du weißt schon. Was? Ach so. Drogen. Du verkaufst Drogen. Kann ich Drogen an dich weiterverkaufen? Wenn ich welche im Inventar habe? Ich habe gar keine im Inventar. Und ich kann auch keine Söldner anheuern. Von daher müsste ich den Job alleine machen. Wieso habe ich eigentlich kein Geld? Hm, Mr. Klube, warum habe ich kein Geld? Alles in Ordnung, Black Rose. Nein, ich habe kein Geld. Und ich wurde gerade von einer Horde riesiger und zerstörbarer Insekten angegriffen. Ich mag erschöpft sein, aber ich bin noch nicht geschlagen. Ich habe gehört, du hast die universelle Bruderschaft aufgemischt. Man könnte sagen, ich habe in ein Wespennest gestochen. Die Leute beginnen zu munkeln, dass in diesen Kapitelhäusern ganz schön übler Dreck vor sich geht. Angeblich vergehen sie sich an den armen Leuten, die dort nach Hilfe suchen. Ich muss sagen, so, das bringt mein Blut in Wallung. Du bist ja auch einer von den Guten. Es ist schon schlimm genug, dass die Regierung die Hälfte der Bevölkerung als Bürger auf Bewährung einstuft. Leute, die mit denjenigen ihr Schindluder treiben, die sich am wenigsten wehren können, ist das Letzte, was wir brauchen. Ja, und leider gibt es davon viel zu viele Menschen. Und ich hasse es, Rassismus ins Spiel zu bringen, aber es ist ein Fakt, dass viele Leute sich der Bruderschaft anvertrauen, Metas wie ich sind. Aber was für eine Wahl bleibt uns denn? Wusstest du, dass ich bis vor den Kongress selbst ziehen müsste, um eine vollwertige Staatsbürgerschaft zu erhalten? Und dieses Privileg hat er bis jetzt noch niemanden gewährt. Kriege werden schneller begonnen, als ein Meter in diesem Land einen Sinn erhält.
Und das ist eine Schweinerei. Dann ist es doch kein Wunder, dass wir uns an Leute wie die Bruderschaft wenden, die behaupten, sie werden unser Leid anerkennen und für unser Wohl einstehen. Ja, das hatte ich ja auch schon angesprochen. Die nutzen einfach die armen, ja, aussichtslosen Leute aus. Er fasst sich wieder, atmet tief ein und beruhigt sich sichtlich. Entschuldigung, ich kenne ein paar Leute, die aus genau diesen Gründen zur Bruderschaft gegangen sind. Vielleicht wäre ich sogar selbst dort gelandet, wenn mich Mrs. Kubota nicht eingestellt hätte. Sind wir mal froh, dass du nicht dorthin gegangen bist, sonst wärst du jetzt auch ein ekelhaftes Insektenvieh und das will ich mir gar nicht vorstellen. Was auch immer dort drin passiert, ich bin mir sicher, du wirst ihm auf die ein oder andere Art ein Ende bereiten. Ich habe da eine ganz bestimmte Art im Sinn. Geh und zeig es ihnen. Werde ich tun. Beim Gras. Hallo Fremder, ich bin gerade beschäftigt. Ich hoffe also, du hast etwas, das meine Zeit wert ist. Wie wäre es mit einer Liste aller Politiker, die universelle Bruderschaft bisher bestochen hat? Ich könnte bestimmt jemanden finden, der daran interessiert wäre. Mit etwas dauern, die Echtheit der Liste zu bestätigen, wie wäre es mit 2000? Diese Informationen werden in den nächsten Tagen noch viel mehr wert sein. Wie soll ich dich dafür etwa beim Wort nehmen? Er schaut dir in die Augen, zögert. Na gut, ich spekuliere darauf, aber nur, weil ich dich finden kann, wenn es nicht stimmt. 2500, keine Nuyen mehr. Super, danke, damit hast du mir einen Runner finanziert, den ich jetzt anheuern kann. Und ich würde mal aus Sicherheitsgründen speichern. Ich will nicht, dass doch nochmal was schief geht. Mr. Delilah. Frau Dr. Sarah Castle. Sprechen wir erstmal mit Dr. Sarah Castle. Ausnahmsweise ist Dr. Castle einmal nicht völlig in ihre Arbeit vertieft. Tatsächlich scheint sie sogar alles liegen gelassen zu haben, um dir ihre völlige Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht hat sie sich rumgesprochen, welche Schwierigkeiten du dich schon stellen musstest und was dir noch bevorsteht. Ich bin so froh zu sehen, dass es dir gut geht, Black Rose. Ich hatte schon befürchtet, man würde dich in Einzelteilen zu mir zurückbringen. Ach, so leicht lasse ich mich nicht zerreißen in Einzelteile. Ich vermute, dass es mir wohl nicht bringen würde, dir einen vorzeitigen Ruhezustand zu empfehlen. Ruhezustand? Ich meine, einen Ruhestand. Oder zumindest das, was du vorhast, so lange aufzuschieben, bis du dir wenigstens ein wenig Schlaf und eine vollwertige Mahlzeit gegönnt hast. Ich wusste gar nicht, dass du so um mich besorgt bist, Doc. Wer hat gesagt, dass ich das tue? Ein guter Goldesel wie du kommt nicht so oft vorbei und tot nützt du mir nichts. Ja, ja. Selbst als Doktor ist man Geschäftsfrau. Durch und durch. Oh, aber wem mache ich das was vor? Ich kenne deine Sorte schließlich gut genug. Warnende Worte haben wenig Wert und Verbote führen nur dazu, dass du dich noch eifriger ins Feuer stürzt. Leute wie du sind in dieser Beziehung wie kleine Kinder. Also gut, mach was du willst. Sag mir einfach, was ich tun kann, um dich ein wenig länger am Leben zu halten. Naja, was hast du so gehört, Doc? Naja, schauen wir doch mal. In den letzten paar Tagen habe ich einen Patienten verloren und einen zweiten fast. Außerdem habe ich erfahren, dass ein Mann, der sich als Arzt ausgegeben hat, für diesen Tod verantwortlich war. Und nun wird mir erzählt, dass eine weitere dieser sogenannten Mächte des Guten schrecklich Verbrechen an unschuldigen Männern und Frauen begangen hat. Ehrlich gesagt stehe ich kurz davor, meinen Glauben an die gesamte Menschheit zu verlieren. Kann ich irgendwie tatsächlich verstehen.
Aber dann erinnere ich mich daran, warum ich das nicht tue. Ich erinnere mich daran, wie viele unschuldige Leben Mrs. Kubota gerettet hat, indem sie ihnen hier in der Union eine Heimat und einen Lebenszweck gegeben hat. Ich erinnere mich daran, wie selbst Hohlköpfe wie Paco ihr Leben aufs Spiel setzen, um Menschen zu retten, die ihnen am Herzen liegen. Ich erinnere mich daran, dass einige Leute immer noch willens sind, sich gegen sie zu wehren, die anderen Schaden zufügen wollen. Ja, zum Beispiel unsere Wenigkeit. Und das ist der wahre Grund, warum du von mir keine Einwände gegen dein Vorhaben hören wirst. Weil ich dir zustimme, dass es getan werden muss. Ich kann nur hoffen, dass dabei keine weiteren Unschuldigen leiden werden müssen. Das ist der Plan, Doc. Ich weiß diese Lüge zu schätzen. Nein, ich möchte tatsächlich einfach nur vermeiden, dass noch andere Unschuldige sterben müssen. Ich würde gerne in einer Welt mit einem kleinen Übel weniger aufwachsen. Nun, wie kann ich dir dabei helfen? Lass mich mal deine medizinischen Güter sehen. Vorrat ansehen. Also die könnte ich mal verkaufen. Den auch. Die hier auch. Okay. Verkaufen. Premium Medkit. Das wäre nicht schlecht. Bestätigen. Ein Wiederbelebungskit habe ich ja noch. Also das ist schon mal gut. Ja, ich denke, das reicht. Vielleicht sollte ich mir etwas spirituelle Unterstützung noch besorgen. Hallo, Alchanon. Okay, Englisch. Warum ist das plötzlich Englisch? Okay, er sitzt wohl in einem Haufen Chaos und sitzt da, liest einen Zeitungsartikel, während einige andere Artikel auf eine Sortiere auf seinen Tisch fliegen. Willkommen, Black Rose. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann, um dir das Leben zu erleichtern? Oder vielleicht, um es jemand anderen zu erschweren? Hast du schon einmal von einem Insektengeist oder einem Insektenschaman gehört, Alchanon? Das Gesicht des Elfen verzieht sich zu einer Grimasse. Es tut mir leid, allein schon der Gedanke ekelt mich an. Danke! Danke, dass ich nicht alleine damit bin! Du musst verstehen, dass ein Schamane keine fleischgewordene Inkarnation seines Totems ist. Ein Schaman, der sich Katze zugehörig fühlt, trinkt deshalb keine Milch aus der Untertasse oder zerfetzt Vorhänge mit seinen Krallen. Nein, ein Schamane versucht, den Idealen seines Totems zu folgen. Hund ist also nicht hündisch, sondern ein Symbol für Loyalität. Coyote ein Aasfresser, kein Aasfresser, sondern eher ein Schwindler. Kannst du jetzt verstehen, wieso ich die Vorstellung eines Insektentotems so befremdlich finde? Welches Ideal würde ein Schaman in so einem Fall anstreben? Ein Schauer durchfährt seinen Körper. Ein Parasit zu sein? Bitte lass uns von angenehmeren Dingen sprechen. Vom Handel vielleicht? Ja, dann lass mal sehen, was du anzubieten hast. Beschwörung. Verbrauchsobjekte.
Ich wäre für Feuer. Und bin damit absolut zufrieden, dann auch mit einem. Gut. Sprechen wir auch noch mit Gruberman? Interessiert an ein paar ordentlichen Waffen? Na, ich habe gerade eine neue Waffe bekommen. Erik Meersmann hatte ja die Kleidung. Hey Lady, ich habe hier ein paar gepanzerte Klamotten, wenn es dich interessiert. Ich hatte mir, glaube ich, auch erst die neue Kleidung besorgt. David Fry. Hey, wie läuft's? Nee, ich brauche keine Ausrüstung. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir erstmal gleich. Und ja. Obwohl, nein, ich würde sagen, wir. Doch, wir speichern erstmal. Wir speichern erstmal. Karma verteilen können wir in der nächsten Folge dann noch machen. So. Und ich würde sagen, wir sprechen auch in der nächsten Folge mit Mr. Delilah. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann mit Mr. Delilah reden, uns Run organisieren und Zadar entführen. Für ein wenig Geld. Für nichts weiter als stupides Geld. Sind wir nicht ein vorbildlicher Runner? Ja, und dann anschließend werden wir uns endlich mal um Sams Schwester Jessica kümmern, hoffe ich. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass der Endkampf, also dieser Kampf eben jetzt schon der Endkampf war, aber ist es nicht. Offenbar gibt es noch eine andere Königin. Und ja. Oh, ich will gar nicht daran denken, gegen was wir da eventuell noch kämpfen müssen. Ja, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ihr schaltet hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.